Denn wir befinden uns bereits schon auf einem absteigenden Ast, aber dass wir auf diesem absteigenden Ast auch noch rumsägen und unten jemand die Axt an den Stamm legt, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Newsküche. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du neu dabei sein solltest, hallo und herzlich willkommen. Ja, das Thema heute, Robert Habeck und sein Verständnis von Wirtschaft. Aber bevor ich jetzt anfange zu erzählen, was zum Beispiel das Deutsche Wirtschaftsinstitut oder der Geschäftsklimaindex zur Lage in Deutschland sagen, lassen wir doch unseren Wirtschaftsminister einmal selber zu Wort kommen. Vor diesem schwierigen Umfeld sind die verbesserten Wachstumsaussichten wirklich beachtlich. Die deutsche Wirtschaft hat sich als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die schrittweise Erholung, die wir schon in dem ersten Quartal gesehen haben, setzt sich fort. Sie betrifft sowohl die Produktionszahlen wie den Geschäftsklimaindex. Deswegen korrigiert die Bundesregierung ihre Prognosen für das Jahr 2023 nach oben von 0,2 auf 0,4. Und dieser Ausschnitt, den ihr eben gerade gesehen habt, der ist genau 2 Monate alt. Damit hat uns jetzt unser Kinderbuchautor und Wirtschaftsminister Robert Habeck erklärt, wie denn die Prognose der deutschen Wirtschaft ausschaut. Und nun schauen wir uns einmal an, wie die Realität aussieht. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte erneut eingetrübt. Das IFO-Geschäftsklima sank im Juli auf 87,3 Punkte von 88,6 Zählern im Vormonat und damit das dritte Mal in Folge, wie das Münchner IFO-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Ein Grund für die Misere sei die anhaltende Schwäche der Industrie. Die Unternehmen können zwar die bestehenden Aufträge besser abarbeiten, weil Lieferengpässe kontinuierlich zurückgehen, sagte Wohlrabe. Aber es kommen weniger neue Aufträge nach. In der Industrie gäbe es kaum Lichtblicke. Mittlerweile schwächelten auch der Maschinenbau und die Elektrotechnikbranche, die Chemieindustrie schon länger. Auch die Auslandsnachfrage sei eher mau. Von der Exportseite ist kein Schwung zu erwarten, sagte der IFO-Experte. Wie wir also gesehen haben, der deutschen Wirtschaft geht's blendend. Wir befinden uns auf einem wirklich unglaublichen Erfolgsweg. Und genau an diesem Erfolgsweg möchte Herr Habeck auch anknüpfen und die Welt dran teilhaben. Denn wir wissen ja, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und so kommt Herr Habeck auf die glorreiche Idee, unseren Klimaschutz ins Ausland zu exportieren. Ja, das geht. Wir können unseren Klimaschutz ins Ausland exportieren. Und zwar, indem wir die deutschen Firmen zwingen, im Ausland klimaschonend zu produzieren, beziehungsweise dort vermehrt auf deutsche Standards zu achten. Leider befindet sich der entsprechende Artikel bei Welt hinter einer Paywall, sodass ich nur aus dem Kopf aus diesem Artikel zitieren kann. Es geht dabei um die sogenannten Hermes-Bürgschaften. Hermes-Bürgschaften sind Versicherungen des Staates gegenüber den produzierenden Unternehmen, dass die bei einem Ausfall bis zu 95% der Summe übernehmen. Allerdings werden nicht mehr alle Geschäfte, die die deutschen Firmen mit dem Ausland tätigen, versichert, sondern nur noch Geschäfte, die den Klimaschutzvorstellungen der Bundesregierung entsprechen. Das wären dann die Sektoren Energie, Metall, Chemieindustrie, Transport sowie ziviler Luftverkehr und die Schifffahrt. Diese werden eingeteilt in 3 Kategorien: Grün, Weiß und Rot. In der grünen Kategorie landen alle Produkte, die dem Klimaschutz der Bundesregierung Rechnung tragen. In der weißen Kategorie landen alle Produkte, die weder positiv noch negative Effekte auf den Klimaschutz haben. Und ausgeschlossen, also in der roten Kategorie, werden zukünftig alle Produkte, die als klimaschädlich eingestuft werden. Als Beispiel dient hier die Stahlherstellung. Die Stahlherstellung wird nur noch dann gefördert, wenn sie ab 2030 mit nachhaltigem Wasserstoff betrieben wird.
Oder auch bei der Produktion von Aluminium. Da ist es so, dass die Kilowattstunde, die zur Erzeugung von Aluminium genutzt werden muss, nicht mehr als 500 Gramm CO2 ausstoßen darf. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet für unsere Industrie, dass die Auflagen verschärft werden. Das bedeutet auch für unsere Industrie, dass sie sich wahrscheinlich nach neuen Standorten umschauen werden. Wenn man sich überlegt, man hat Produkte im Wert von, sagen wir, 500 Millionen Euro und diese Produkte werden dann nicht mehr durch den deutschen Staat abgesichert, weil sie nicht klimafreundlich genug produziert worden sind, so wird sich ein deutsches Unternehmen doch zweimal überlegen, ob sie die Produktion nicht ins Ausland, zum Beispiel die USA, verlegen, die ja bekanntlich durch ihren Investitionsschub mittlerweile schon ziemlich viele Unternehmen weltweit an sich gebunden haben. Es ist, wie ich bereits eingangs in dem Video gesagt hatte, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und was das bedeutet, das musste Deutschland vor über 100 Jahren schon einmal schmerzvoll erfahren. Und ganz ehrlich, ich hoffe, dass uns diese Erfahrung jetzt im wirtschaftlichen Sinne erspart bleibt. Denn wir befinden uns bereits schon auf einem absteigenden Ast. Aber dass wir auf diesem absteigenden Ast auch noch rumsägen und unten jemand die Axt an den Stamm legt, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die neue Bundesregierung 2025, sofern es eine andere Bundesregierung gibt als die momentane Ampelkoalition, den Karren wieder aus dem Dreck ziehen will. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du hier unten irgendwo den Abonnier-Button und da irgendwo den Like-Button drücken würdest. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ich dir einen wirklich schönen Tag wünsche. Und bis zum nächsten Mal. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommt aus dem Hause Habeck ein weiterer unglaublich guter Plan. Denn man kennt den Spruch aus... Outtake! Aber das ist ja noch nicht alles. Also sprich, ist ja nicht so, dass unsere Industrie gerade den Bach runtergeht. Aus dem Hause Habeck kommt ja noch eine viel tollere, neue Idee, um die... Nein, das kann ich so nicht sagen. In der grünen Kategorie landen alle Produkte und Exportgüter, die... Mann...